Wer heute Abend durchs Dorf spaziert, der kann schon überall sehen. In den Fenstern leuchten die ersten Kerzen, Lichterketten sind angezündet und auch ich hänge hier heute meinen Stern auf. Mein Adventstern ist ein besonderer Stern. Es ist der Herrnhuter Stern. Die Herrnhuter Brüdergemeinde in der Oberlausitz, die hat ihn zur Mitte des 19. Jahrhunderts erfunden. Damals hatte der Stern noch 111 Zacken, alle fein säuberlich aus Papier ausgeschnitten von den Schülerinnen und Schülern des Internates. Es war eine richtige Geometrieaufgabe. Der heutige Stern hat nur noch 25 Zacken, aber er besteht aus einem Rhomben-Kubo-Oktaeder in der Mitte, so heißt das wirklich. Und dann sind aufgesetzt Pyramiden, quadratische Pyramiden und Pyramiden auf Basis eines Dreieckes. Ihn halbwegs regen- und windsicher bis ins Dach hinauf zu bekommen, ist keine so ganz einfache Sache. Aber es lohnt sich. Denn in keiner anderen Jahreszeit leuchtet der Stern so schön wie in der Adventszeit. Wenn die Sonne schon früh untergeht, wenn es kalt wird, wenn es lange dunkel bleibt, dann denke ich auch viel mehr an das Dunkle in dieser Welt. Ich denke an Krankheit, ich denke an Corona. Aber ich denke auch an Egoismus, an Hass, an Bosheiten, an Gemeinheiten. Und manchmal denke ich mir, dass das Dunkle in der Welt immer mehr wächst und immer stärker wird. Und deshalb zünde ich meinen Stern an. Er ist mein Zeichen gegen das Dunkle in der Welt. Er ist zwar nur ein kleines Licht, aber ein Licht aus dem Inneren, ein Licht von Herzlichkeit, von Freundlichkeit, ein Licht der Vergebung, der Hilfsbereitschaft und der Liebe. Und dieses kleine Licht, dieser kleine Stern, der soll ausstrahlen an alle, die ihn leuchten sehen. Und ich hoffe, dass sich dieses Licht ausbreitet. Bei uns im Dorf, im Land, vielleicht in der ganzen Welt. Ja, und dann, glaube ich, wird die Dunkelheit weichen. Dann wird es heller, heller in den Herzen der Menschen. Und dann wird es Weihnachten werden.